Herzlich willkommen bei Mir Magazin. Herzlich willkommen, Andreas Bruckmoser. Adress Süß heißt das Unternehmen. Ja, wir haben jetzt gerade den ersten legendären Strip in unserem Studio gesehen. Was hat aber Strip mit Sicherheit zu tun? Kannst du uns erklären, was wir da machen? Wir sind eine Elektrofachhandelsplattform, Zeitung, YouTube. Was machen wir mit Shirts? Wir haben jetzt was komplett Neues erfunden. Ein Smart Textil, das Elektrounfälle und Stürze erkennt und im Notfall automatisch Hilfe verständigt. Okay. Was heißt das jetzt genau? Das ist, wir richten uns an alle Arbeiter, die mit Spannung arbeiten, die mit Strom arbeiten. Ist das sozusagen ein Rettungsschirm. Wenn was passiert, wird sehr schnell die Notfallkette aktiviert. Was kann ich mir konkret unter der Notfallkette vorstellen? Ich habe da gesehen, da ist ein Ding, das blinkt. Genau. Was? Ich darf kurz das Shirt erklären. Wir haben in die Bündchen haben wir Elektroden verarbeitet, die über einen Textilleiter mit einem Patch verbunden sind. Und da gibt man eine abnehmbare Elektronik drauf, die wiederum mit einem Mobilfunk-Handy verbunden ist, mit einer App. Man kann sich das ganz salopp vorstellen wie ein Voltmeter für den Menschen. Wir messen einen Spannungsabfall bei einem Unfall und dann wird die Notfallkette aktiviert. Es wird dann eine SMS an einen vordefinierten Notfallkontakt verschickt, der dann direkt Hilfe verständigen kann. Als zweite Option haben wir auch noch die Möglichkeit, direkt eine Notrufzentrale anzubinden. Gut. Wenn jetzt nicht wirklich was passiert ist, dann fährt da die Rettung aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein. Also bei der ersten Version ist so, das SMS geht an den Notfallkontakt, das kann ein Kollege sein, die Rezeption. Und die kann dann entscheiden, ob es den Kollegen mal anruft oder eben selber hinschaut. Und die zweite Version über die Notrufzentrale, die versucht zuerst immer den Arbeiter anzurufen und versucht ihn zu erreichen. Wenn es ihn erreicht und er kann sich selber Hilfe holen, dann gut. Wenn nicht, wird dann der Kollege angerufen. Und erst als drittes wird dann die Rettung zu den GPS-Koordinaten hingeschickt, die über das SMS gekommen sind. Frage 1. Wenn ich jetzt Monteur bin, ja, weiß, ich habe das ausgelöst und es ist nicht so schlimm, kann ich dann selber irgendwas machen? Also der Alarm wird sofort ausgelöst, aber ich habe die Möglichkeit, dass ich den Alarm wieder revidiere und dann geht eine Meldung raus, praktisch kein Unfall, alles in Ordnung, ich bin selber versorgt. Und ist somit vorbei. Das bedeutet, wenn ich in Stromkreis hineinkomme, dann löst es aus. Was ist, wenn ich von einem Masten runterfalle, von einer Leiter runterfalle? Was ist dann? Ja, wir haben das natürlich auch bedacht. Es gibt die Sekundärunfälle. Ich bekomme einen Stromschlag und fliege von der Leiter. In dem System ist auch ein Sturzsensor verbaut. Super, ja. Und dann haben wir genau wieder dieselbe Kette wie beim Elektrounfall. Gut, jetzt ist das schon sehr, sehr fachspezifisch. Ja. Woher kommt ihr eigentlich? Wie kommt ihr auf solche Ideen? Wer steht hinter euch? Wer seid ihr? Alle diese Fragen. Ja, wir sind die Firma Adresis, sind stationiert in Salzburg, sind 21 Leute, aber gehören zur Omicron Electronic Gruppe in Klaus in Vorarlberg. Und die machen ja, wie am Markt bekannt, Prüfgeräte für die Starkstromtechnik. Und aus dieser Schiene ist es von Kundenbefragungen oder von Feedback ist es gekommen, dass doch sehr viel alleine draußen sind. Nicht nur Starkstromtechniker, auch normale Elektriker. Und wir haben eben mit diesem Shirt versucht, diese Anforderung eben zu lösen. Gehen wir zu Unfällenstatistik. Grundlage für jedes neue Produkt ist eine gewisse Marktforschung. Erzähl uns bitte was über die Daten und Fakten, die dieser Entwicklung zugrunde liegen. Ja. Wir haben uns dann natürlich vorerst mal in der Dachregion und auch weltweit haben uns die Statistiken angesehen. Und man muss nach wie vor sagen, es passieren wirklich sehr viele Unfälle und auch Todesfälle. Und die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher. Das haben wir beim Markttest, haben wir das herausgefunden, dass eigentlich im Durchschnitt ein Unfall oder eine Elektroberührung pro Jahr, pro Mitarbeiter stattfindet. Und wenn man das dann hochrechnet auf die offiziellen Daten, ist das um ein Vielfaches höher. Sprich Dunkelziffer. Genau, Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch. Und
das Gemeine bei einer Stromberührung ist ja bei einem Stromunfall, die Auswirkungen können ja bis zu 24 Stunden später stattfinden. Also Herzkammerflimmern bis zu Herzinfarkt. Und wenn da was passiert, geht natürlich nicht in die Statistik mit ein. Gut, jetzt sagst du, ein Unfall pro Jahr pro Mitarbeiter ist im Durchschnitt. Also eine Stromberührung. Kann man irgendwie festmachen, wie viel davon echte Unfälle sind? Gibt es da auch irgendwelche Ziffern dazu? Bei der AUVA gibt es Zahlen. Das waren zum Beispiel offiziell gemeldet worden 190 wirkliche Stromunfälle und circa 9 Tote. Jeder ist einer zu viel. Genau, jeder ist einer zu viel. Entwicklung von so einem System. Mhm. Ich nehme ein Leiberl, mache eine App, tu das drauf, fertig. Genau, ganz einfach. 2 Wochen und es ist erledigt. Genau. War es nicht ganz so. Genau, es war eine sehr detaillierte und fundierte Entwicklung. Es ist ein Smart-Textil, sprich in die Bündchen sind Elektroden eingearbeitet und sowas gibt es am Weltmarkt noch nicht. Da haben wir mit einem Partner haben wir das gemeinsam entwickelt und auch eine gewisse Pionierarbeit geleistet. Das heißt, wir erleben hier eine echte Weltpremiere. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja. Gut. Und natürlich auch dann die Kommunikation mit der Elektronik, mit dem Handy und auch eben, was ganz, ganz wichtig ist, der Algorithmus hinter diesem System, dass das wirklich nur auslöst, wenn es eine gefährliche praktisch Stromberührung ist. Entwicklungsdauer? War circa 2,5 bis 3 Jahre. Was kostet so eine Entwicklung? Ja, um die 2,5 Millionen Euro. Da ist wirklich sehr viel Arbeitsstunden reingearbeitet worden und auch eben sehr viel Material, damit wir das zustande gebracht haben. Persönliches Interesse, das heißt, der schickt dann, wenn er auslöst, gleichzeitig die Geodaten mit, dass die verunfallte Person gefunden werden kann. Danke fürs Ansprechen. Wir haben natürlich auf den Datenschutz geachtet. Also der Chef weiß nicht, wo der Arbeiter ist und wo er arbeitet. Es wird nur personenbezogene Daten rausgeschickt, eben beim Unfall, weil ja natürlich der Kollege oder die Rettung wissen muss, wer ist verunfallt und wo ist er verunfallt. Gut. Ich habe es noch nicht im Großhandel gesehen. Wie schaut der Vertriebsweg in Zukunft aus? Wann geht das Ganze los? Genau. Wir haben jetzt mit einem kleinen direkten Vorverkauf schon gestartet, um noch ein sehr nahes Feedback zu bekommen vom Markt. Das sind so circa 100 bis 150 Systeme, verkaufen wir da bis September. Und ab September ist es rein über den Großhandel verfügbar, in der Dachregion vorerst. Okay. Das heißt, einfach beim Großhändler nachfragen und ab September wird es geben. Preis ungefähr, was kann man ungefähr rechnen jetzt für in der Einführungsphase? Ich sage in der Einführungsphase, es ist immer dazu zu sagen, es kommt natürlich darauf an, wie viele Shirts man dazu haben will. Die Shirts kann man ganz normal waschen und sind ihm auch einen normalen Verschleiß unterlegen. Aber so grundsätzlich die Elektronik mit circa 3 Shirts sind wir bei 500 Euro am Start. Passt. Ich möchte jetzt da nicht in Bedrängnis bringen, weil genau diese Geschichten, wie viele Shirts nehme ich, wie viele Einheiten brauche ich, dann geht es ja darum, habe ich auf der anderen Seite eine Notfallzentrale. Das ist ja individuell Dann zu beraten. Richtig. Wer macht die Beratung? Die Beratung praktisch passiert dann direkt beim Großhandel. Die werden natürlich von uns geschult und wir sind im Hintergrund sind wir immer verfügbar und wenn nötig, schauen wir auch wirklich mit zum Kunden und beraten. Und zu guter Letzt nochmal danke an dich für 3 Systeme, sehr die gerne. Wir gemeinsam mit Gottfried Rotter, der E-Marke, der Bundesinnung verlosen werden. Ja, alles Weitere erfährt ihr in der nächsten Aussendung. Schaut es euch an, danke einmal fürs Zuschauen, liken und Abo freut uns sehr. Danke sehr.